eine Sache, die immer für mich so durchscheint, wenn ich dich höre, ist etwas, was ich total bewundere, und ist deine, das ist deine Klarheit, was du nicht spielst und was du spielst. So eine No-Bullshit-Attitüde, die aber alles, was du spielst, umso stärker machen lässt. So. Und da wollte ich dich fragen, woher das kommt, ob du dafür etwas getan hast, ob das war etwas war, was schon immer in deinem Spiel war oder woran du auch arbeiten musstest. Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie bedingt dadurch, dass ich mit klassischer Musik aufgewachsen bin, weil da einfach alles so klar ist. Mhm. Als ich dann zu improvisieren begonnen habe, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ich gewisse Defizite habe, besonders was die Time betrifft, habe ich dann sehr bewusst gearbeitet an meinen Phrasen bzw. an meinem Timing und wie ich die Phrasen reinsetze in den Takt. Wie hast du das gemacht? Sehr viel gehört und mitgespielt, weniger transkribiert, sondern eher so mitgenudelt. Ja. Dann sehr viel Metronom und ausprobieren, wo fühlt sich's wie an, und das ist auch nach wie vor nicht zu Ende, dieser Prozess. Also wenn ich übe, dann ist das ziemlich das Erste, was ich mache, das Metronom einschalten und dieses Gefühl, wo sitzt der Ton. Gibt es da bestimmte Übungen, die du dann machst? Mittlerweile ist es einfach so, dass ich dann über ein Beat oder über ein Loop von diesem Drum Genius oder über das Metronom einfach spiele, und dann aus diesem Spielen ergibt sich vielleicht eine harmonische Zone, in der ich bleibe oder so. Das ist jetzt mittlerweile weniger strukturiert. Mein Üben ist mittlerweile mehr so das Körperliche in Schuss halten. Früher war das schon viel genauer. Zum Beispiel gewisse Phrasings nachmachen von gewissen Künstlern. Mhm. Also zeitlang war ich völlig into Pat Metheny, und da habe ich dann versucht, das so total nachzumachen, wie das geschmeidig, diese ganz eigenartige Phrasierung von Pat. Dann habe ich dann verschiedene andere Musiker auch so nachempfunden. Wichtig war für mich da der Keith Jarrett, weil ich auch finde, dass der auf eine sehr besondere Art swingt. Nicht extrem hinten, und es ist nicht extrem tirolisch, aber es swingt interessant. Weil wenn man jetzt an diese Musiker denkt, die mich da am Anfang sehr beeinflusst haben, also Pat Metheny, Keith Jarrett, und in letzter Zeit höre ich immer wieder auch sehr gerne den Kurt Rosenwinkel. Mhm. Der swingt ja auch auf eine ganz, ganz eigene Art. Ja. Jeder swingt ja anders. Es ist das eines der persönlichsten Stilmittel in der Improvisation, wie man mit der Time umgeht, dieses Mikro-Timing. Mhm. Wie gesagt, nachdem ich da Defizite empfunden habe als Jugendlicher, und immer wenn wir einen Unfall hatten sozusagen in der Band, habe ich schon automatisch gedacht, das war sicher wieder mal ich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich mir das mal richtig anschauen. Und das war für mich sehr wertvoll, weil dadurch habe ich ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt, sodass ich gerne und furchtlos mit Schlagzeugern spielen wollte und konnte. Und dann das große Glück hatte, eben im Laufe meines musikalischen Lebens mit ganz vielen wirklich großartigen Schlagzeugern zu spielen, die ich sehr verehrt habe. Zum Teil schon jahrelang mit denen im Kopf sozusagen gespielt habe, so Daydreaming, aha, der sitzt jetzt da, der Musiker und der, und wir spielen da und da. Mhm. Also dann stundenlang war ich wirklich auf der Bühne mit den Leuten, also nur imaginär. Und in einigen Fällen ist es dann auch wirklich wahr geworden. Und das war dann erstaunlich, weil dann habe ich das Gefühl gehabt, das ist nicht das erste Mal. Es war nur eine Fortsetzung meiner Imagination. So dieses Taffe von Paul Motion, diese ganz eigene Art von Swing und dieses einerseits Kindliche und andererseits das Unzärtliche. Der spielt einfach ganz besonders, haut er auf die Trommeln. Das ist ein gewisser Sound, eine gewisse Intensität. Und die habe ich schon vorher gehört, und die war dann natürlich da. Und auch dieses Grumpy. Ja. Grumpiness. Die habe ich dann natürlich auf Tour auch in anderen Bereichen als in der Musik erfahren. Ich war relativ unerschrocken, Leute zu fragen, mit mir zu spielen. Im Nachhinein kommt mir das unglaublich vor, dass ich mir das getraut habe. Aber ich habe meine Helden dann irgendwann mal einfach kontaktiert. Und einige haben, weil ich dann irgendwie von verschiedenen Kollegen empfohlen wurde. Gott sei Dank hat mich mein Lehrer Mick Goodrick hat mir da sehr viel geholfen. Mhm. Und dann hat der Paul einfach wahrscheinlich den Mick angerufen und gefragt, ja, ist der okay? Und der Mick gesagt, ja. Und dann habe ich auf einmal mit Paul Motion und Mark Johnson
im Trio gespielt. Es war natürlich unglaubliche Lernerfahrung. Es waren einige Tourneen mit in dem Trio und die Platte Perspectives und dann verschiedene Zusammenarbeiten mit beiden. Beim Paul war ich kurz für ein paar Wochen in diesem Electric Bebop Band. Und da wurde diese Platte dann gemacht. Reincarnation. Genau. Ja. Diese ersten Touren mit Paul Motion und Mark Johnson, waren die unter deinem Namen? Die waren tatsächlich unter meinem Namen, ja. Mhm. Und unglaubliches Lernfeld. Also der Paul hat eine gewisse Art, Schlagzeug zu spielen, die manche Stücke unglaublich großartig gemacht hat und andere Stücke unmöglich gemacht hat. Erzähl mal genau. Es war einfach so, dass ich glaube, es war, wenn ihm das Stück gefallen hat, dann hat er so gespielt, dass es toll klingt. Mhm. Und ich glaube, wenn ihm das Stück nicht gefallen hat, hat er so gespielt, dass es schlecht klingt, dass man es nicht mehr weiterspielt. Ich habe tatsächlich dann auch gewisse Stücke einfach nach der ersten Probe sofort wieder zurückgezogen, weil sie so furchtbar klungen haben. Ja, und das ist eine gewisse Attitude halt, also von der Generation, die ich auch schätze, da steckt eine große Ehrlichkeit dahinter. Mhm. Jeder Hit ist wahr und jeder Ton ist wahr und es gibt keine Grauzonen und das sagt immer, wie er was empfindet und das Gegenteil vom Streber-Sound. Mhm. Ja. Den Streber-Sound haben wir ja besprochen. Finde ich gut, das Wort. Und ja, Paul Motion ist einfach das Gegenteil davon. Oder sagen wir Zawinul oder solche Typen. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt. Das bringt uns ja eigentlich wieder zurück zu dieser Klarheit. Ich finde nämlich auch, dass diese Klarheit bei dir sich jetzt nicht nur in der Time äußert, sondern auch in der Auswahl dessen, was du spielst. Ich meine, das Gitarristen-Klischee ist natürlich, dass man so auch, dass so viel genudelt wird auf eine Art, weißt du, dass es teilweise vielleicht sogar leicht ist zu spielen und dann spielt man bestimmte Sachen einfach, die an dem Finger liegen und so, ne? Und ich habe das Gefühl, dass es gerade bei dir, dass da ganz viel wegfällt, so davon. Ja, das ist natürlich auch im Laufe der Zeit passiert, also ganz am Anfang habe ich noch wahnsinnig viel gespielt und ich hatte einen sehr guten, engen Freund, der war mein toughester Kritiker und der hat nach jedem Konzert, da war ich irgendwie 16 oder so, nach jedem kleinen Konzert, das ich damals hatte in Graz, hat er mich völlig beinhart kritisiert. Ich sagte, warum spielst du so viel? Das ist ja Wahnsinn, du hörst gar nicht mehr auf. Mhm. Und dann habe ich oft meine Konzerte aufgenommen und ich musste ihm recht geben. Mhm. Dann habe ich dann auch sehr bewusst gearbeitet, dass ich diese Automatismen mal ausschalte. Meistens durch mich selber aufnehmen und schockiert sein, wie viele Noten man da reinpresst, unsinnigerweise. Ja. Ich glaube ja sehr an die Wahrheit der Aufnahmen. Es gibt gewisse Dinge, die live gut funktionieren. Wenn man sie aufgenommen dann hört, bestehen sie nicht. Durch dieses viele Aufnehmen und mich selbst hören, habe ich dann auch so einen Drang gehabt, das zu entflechten und vielleicht weniger und dafür mit mehr Gewicht. Mhm. Aber im Prinzip ist es so, ich strebe eigentlich immer nur danach, dass sich eine Atmosphäre aufbaut, in der ich selbstverständlich spielen kann, ohne viel Bemühung. Ja. Weißt du, wenn das von selbst dann geht, du denkst nicht mehr nach, was jetzt machen muss, das fließt. Ich strebe eigentlich immer danach, diese Atmosphäre aufzubauen mit Musikern. Mit manchen kann ich es besser, mit manchen weniger gut. Und ich kann schlecht einfach so entscheiden, jetzt gebe ich Gas und jetzt pushe ich den Energielevel nach oben und jetzt, also ich kann schlecht so steuern wie ein Chris Potter oder sowas. Sondern ich muss immer auf dieser Welle, ich muss die Welle spüren da unten. Dann kann ich erst was machen. Ja. Das heißt, ich bin jemand, der auf diese atmosphärische emotionale Ebene sehr angewiesen ist. Sonst fällt mir nichts ein, sonst habe ich keine Lust. Also dasselbe Prinzip herrscht auch im Solospiel. Dadurch, was du vorher gespielt hast oder auf die Art, wie du vorher gespielt hast, kannst du was aufbauen und kannst dir selbst diese Welle erzeugen. Oder diese Atmosphäre. Ich versuche
meine kompositorische und sonstige Ästhetik einfach weiterzuführen im Solo. Mittlerweile, weißt du? Es ist so die Ambition, das Killing Solo, das habe ich nicht mehr. Ja, das habe ich mal gehabt, aber das ist mir nicht wichtig. Natürlich muss es stark sein und irgendwie muss es gern anhören wollen später, aber ob da jetzt die schnellen Licks drin sind, die ich in letzter Zeit geübt habe oder nicht, ist mir egal. Wie konntest du dich davon trennen? Eigentlich nur dadurch, dass ich gehört habe, dass die ambitionierten Soli oft nicht gut gelungen haben bei mir. Wenn ich für mich das Gefühl habe, ich schwindle, nee, das brauche ich nicht. Es gibt viele Bereiche, wo ich noch gern weit mehr hingehen will, also so dieses ganz absichtslose Full Risk ohne Netz, das ist eine Zone, da möchte ich noch viel mehr hin. Wie glaubst du, kommst du da mehr hin? Wahrscheinlich ist es einfach nur ein Bewusstwerden von dieser Welt, die ich einfach dann einlade, und wenn ich das verkörper, dann wird sich alles weitere geben. Die Mitmusiker und die Stücke und, oder vielleicht gibt es dann gar keine Stücke. Es gibt so einen Moment in Django, auf der neuesten Platte. Ist das für Django Bates? Oder? Ja. Okay. Viele glaubten, es ist für Django Reinhardt. Ja, ich habe auch beim ersten Moment dran gedacht und dann dachte ich, aber vielleicht, es kommt woanders her auf eine Art oder es geht woanders hin. Es gibt so einen Moment, nachdem ihr das Thema gespielt habt, wo du mit Brad Duo spielst. Ist das nicht so ein Moment? Also es wirkt nämlich frei. Wobei das ist auch, frei, ja. Aber ich war mir beim ersten Mal hören nicht ganz sicher, was jetzt abgeht, weil es so geil zusammen ist auch. Ne? Also. Danke, es ist schön, dass du diesen Moment herausholst, weil das für mich auch ein sehr spezieller Moment war. Am Notenblatt ist tatsächlich nur Free Duo und sonst nichts. Ja. Und das ist halt so ein Geschenk des Moments. Einerseits gut zugehört. Die vielen, vielen, vielen Jahre Ear-Training waren auch nicht schlecht in dem Fall, ja. Mhm. Und Brad hört sowieso unglaublich gut. Und dann einfach trust the moment und dann kommt so ein Geflecht zustande, was man eigentlich nicht schreiben würde. Also ich würde diese Musik nicht komponieren, aber ich bin froh, dass es entstanden ist. Mhm. Und das ist auch sehr heikel. Das ist ein sehr fragiles Spielen. Wir sind ja nicht abstrakt harmonisch. Wir bleiben tonal, aber doch mit so einer ausgereizten, erweiterten Harmonik. Und sozusagen der falsche Ton kann da schon den Flow ziemlich stoppen. Kannst du mir noch mehr über das Stück erzählen? Ich glaube, das ist beeinflusst von so gewissen Django Bates Balladen. Hat eine so eine wilde Seite, so eine Zappa-eske Dichte, und die andere Seite ist so dieses ganz harmonisch reiche, langsame, besonders tolle Mittelstimmenbewegungen. Da gibt es das fantastische Stück Early Bloomer, das du vielleicht kennst. Nee, muss ich mal sehen. Das ist ein wunderschönes Big Band Stück, das dauert nur 2 Minuten 40. Es hat so ein minimalistisches Motiv als Melodie, so eine kleine Zelle, eine aufsteigende. Und jedes Mal, wenn die Zelle erklingt, wird sie anders reharmonisiert und unglaublich toll arrangiert. Das habe ich einmal so richtig ausgecheckt, das Stück. Und als ich begonnen habe, dieses Stück zu schreiben vor Django, ist mir der Django Bates eingefallen. Und dann habe ich einfach so ein bisschen an ihn gedacht und in seinem Sinne weitergeschrieben. Und es ist auch so ein Weg, Komposition und Improvisation zusammenzuführen, der mir gefällt, weil es ist wirklich viel ausgeschrieben. Es ist nicht nur Chords und Melodie, sondern es ist mehrstimmig, es ist polyphon. Es gibt bis zur Minute 1 oder so, spielt man mal nur die Töne, die da stehen. Und dann wird es aber ganz frei. Das gefällt mir, wenn beides so dicht ist. Auch das Trompetensolo ist ja dann über einen sehr ausgeschriebenen Teil, über einen sehr fixierten Teil. Ist auch für mich sehr schön, wie der Ambrose dieses Solo gestaltet. Wie er sich da spiralenartig aus der Harmonie dreht. Ja, er sucht die Töne, die dazwischen sind, auf eine Art. Genau, ja. Hast du mit ihm über sowas gesprochen? Oder, nein. Ich habe das Gefühl, dass er jemand ist, der jetzt nicht so großartig über die Musik spricht oder so.
Nee, also ich muss sagen, das ist etwas, was die meisten Musiker, mit denen ich spiele, reden nicht viel über Musik. Mhm. Ab und zu mal so eine Andeutung oder auch nach im Studio, wenn das ist verklungen und da gibt es keine große Diskussion. Woher kommt das, meinst du? Ich glaube, das kommt daher, dass die dermaßen in dem Spiel mit den Tönen sind in dieser Welt und das ist sozusagen getan, wenn das Stück aufgenommen ist. Wozu soll man da jetzt noch was sagen? Es ist ja schon gespielt. Ja, ja. Dann kann man es vielleicht nochmal spielen, aber ich habe das Gefühl, sie beschützen das vielleicht dadurch. Mhm. Ja, einerseits, man kann mal was zerreden und man kann auch sehr viel faken mit Worten. Ne? Es gibt auch dieses andere Gehabe, dass man so alle sagen, ja, yeah, super, war geil. Aber war es wirklich so? Mhm. Weißt? Ja. Dass man auch sozusagen zusammen produktiv kritisch sein kann. Ja. Nicht kritisch im Sinne von niedermachen, sondern ja, Türen aufmachen, dadurch, dass man Türen aufmachen, sagt, so. Wie geht es noch besser oder wo war etwas, was wir erreicht haben, was wir ausdehnen wollen oder solche Sachen. Mhm. Das vermisse ich ein bisschen in meinen Bands. Mhm. Du hast ja auch Bands, die schon länger bestehen oder beziehungsweise Beziehungen, die länger bestehen. So, ne? Ja, absolut. Zum einen müsste das ja eigentlich voraussetzen, dass man besser über Sachen sprechen kann oder offener über Sachen sprechen kann, aber natürlich auch das andere Extrem, dass man über vieles gar nicht sprechen muss. Ich glaube, das ist eher das Zweitere der Fall. Ja. Aber ich sozusagen der Blick von außen auf die eigene Musik von Kollegen, den finde ich eigentlich ziemlich wertvoll. Und ich finde, das gibt so ein bisschen eine übertriebene Coolheit im Jazz. Ja. Ich würde gern mehr über Musik reden, ich finde es interessant. Ja, ich würde gern über deine Beziehung mit Brian Blade sprechen. Was du von ihm lernen konntest, wenn du mit ihm spielst. Qualitäten, die dich an ihm faszinieren oder vielleicht auch besondere Erlebnisse, die ihr zusammen hattet. Das Erste, was mir einfällt, ist diese vollkommene, hundertprozentige Hingabe an das Spiel und an den Moment. Und zwar immer, bei jeder Probe. Es gibt kein Nebenbei. Es ist immer nur 100% Fokus. Das ist schon mal inspirierend. Mhm. Ein Feiern des jedes Details, ein Feiern des Moments, ein Feiern der... Also es ist mit so viel Liebe alles ausgeführt. Ich glaube, dass da eben viel mitspielt, wie der Brian Blade zur Musik gekommen ist. Nämlich, dass er eben als Sohn eines Pastors in der Kirche gespielt hat, zusammen mit seinem Bruder. Everything is praise, hat er mal gesagt. Und das ist es auch. Jeder Schlag und jede Pause. Spielerisch und locker. Und ist auch jemand, der sich nicht gerne wiederholt und mich oft schon durch sein Spiel davon abgehalten hat, in gewisse Zonen eines Stücks zu gehen, die gestern gut funktioniert hat. Ja. Und da gibt es eben diese eine Geschichte, wo wir einmal im Trio gespielt haben, das war ein Trio mit Mark Johnson und Brian Blade. Ein Stück, das eben am Tag vorher in Kopenhagen so richtig explodiert ist, haben wir dann am nächsten Tag, ich weiß nicht mehr wo, gespielt, aber ich wollte da wieder hin mit meinem Solo, habe das schon so angebahnt. Ich wollte wieder in diese explosive, rockige Stimmung da. Und er hat aber mit seinem Schlagzeug irgendwie nur gesagt, nein, 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 nicht jetzt, nein, ja, heute nicht, heute ist woanders. Ja. Und es war so eine schöne Lesson, auch ohne Worte, weil man kann es nie wiederholen. Ja. Und wenn man es versucht, kann man eigentlich nur scheitern. Hat man schon verloren, ja. Was mir auch noch einfällt, ist, neben all dem unglaublichen Sound und so weiter, den er hat und dieses Timing und dieses Geschmeidige. Was auch sehr schön ist, Fehler sind ihm ziemlich egal. Der fällt auch mal wo raus und das hat aber überhaupt keine Konsequenzen auf seine Laune. Ja? Ja. Da ist er in einer Zehntelsekunde ist er wieder drin.
Es ist also das Gegenteil von vorsichtig. Und das ist auch irgendwie erfrischend, dass auf dieser höchsten Ebene des Improvisierens oder des Umgangs mit Time, würde ich mal sagen, Brian Blade ist so ziemlich, mir fällt nichts mehr Besseres ein, dass hier also in keiner Weise darum geht, perfekt zu sein. Und ganz im Gegenteil, wenn du kein Risiko nimmst, dann hat es einen gewissen Plafond, der nicht überschritten werden kann. Und das ist für mich inspirierend als Mitspieler. Ich bin da nicht so furchtlos wie er und das sauge ich auf und versuche da mir auch anzueignen. Ich fand das auch so interessant, dass du dann gerade ihn und Mark Johnson zusammentust, die, glaube ich, vorher noch nicht zusammen gespielt hatten, oder? Richtig. Und ja, die haben auch unglaublich zusammengepasst. Wie gehst du vor, wenn du eine Band zusammenstellst? Ich gehe wahrscheinlich aus von einem gewissen kompositorischer Lust oder sowas. Und zum Beispiel bevor diesen Quintett-Alben war mir einfach klar, dass ich was Polyphones machen will mit mehreren Stimmen, wo ich kompositorisch über das Trio hinausgehen kann. Und dann habe ich einfach an die Wesen gedacht, die Art, wie die Stimmen sein sollen. Also es muss, Ambrose war mein Favorite, aber es könnte auch Tom Harrell sein. Hat für mich ein verwandtes Wesen. So eine Art von Wesen wollte ich auf der Trompete. Es ist so ein gewisser Klang, eine gewisse Gestalt. Ja, und Brad war einfach so ein Wunsch, weil ich den schon lang verfolge, seine Musik, und auch gut kenne, weil ich so viel mit seinen Mitmusikern spiele und auch seine Musik über lange Jahre gehört, und großer Wunsch, mal mit ihm zu spielen. Du holst auch aus Brad was raus durch die Besetzung, was man sonst nicht von ihm hört. So, ne? Genauso von den anderen Songs von Eric Harland. Auf diese Art hört man ihn auch nicht oft. Stimmt. Ich finde sogar, dass man den Ambrose auch nicht oft so hört. Weil seine rauere, experimentellere Seite oft mehr in den Vordergrund rückt in anderen Sachen. Und dieses Zärtliche, fast nur mehr Flüsternde, das liebe ich an ihm. Das ist ein mutiger Improvisator. Ja. Der wirklich sehr, sehr auf das Geflecht, was gerade herrscht, Bezug nimmt. Auf dieser Rising Grace Platte sind mir ein paar Stellen erst im Nachhinein bewusst worden, wo so zwischen den einzelnen Musikern wirklich eine komplexe Reaktionenkette herrscht. Ich will das einmal so, weiß nicht, 4 oder 5 Takte transkribieren und dann, ich könnte da, glaube ich, 100 Pfeile zeichnen, was beeinflusst hat. Und Ambrose ist auch so einer, der absolut hört und der geht nicht an ein Solo mit einer gewissen Idee, wie das jetzt sein soll. Der hört zuerst mal zu. Ja, da muss ich gerade an einen Satz denken, ich weiß nicht, wo ich das letztens gehört habe, dass jedes Solo erstmal mit Stille oder mit Pause beginnt. Und dass man dann anfängt, diese Pause mit Sachen zu füllen. Ja. Oder auch den Mut, den er hat, manchmal bei Konzerten, dass er ein ganzes Solo aufgrund der ersten Sekunden hat sich eine gewisse Atmosphäre gegeben und er hat einen Beitrag geleistet, der vielleicht nur ein Sound ist oder nur maybe even ein ugly Sound. Kein Ton im Sinne von konkrete Pitch, nur Sound. Und dann hat er den Mut zu versuchen, mit dem Klang das Ganze zu bestreiten. Da muss die Ruhe bewahren, weil es gibt keine Garantie, dass das gut ausgehen wird. Ja. Es gibt auch Stellen, wo es dann nicht gut ausgeht. Das gehört auch dazu. Also Teil vom Prozess? Teil vom Prozess, gut scheitern, extrem wichtig. Also wenn das Setup so ist, dass du nicht scheitern kannst, ist es falsch. Ich habe gelesen, dass du dass eine Zeit gab, wo du einen Hiatus hattest oder aufgehört hast zu spielen oder aufgehört hast zu üben. Oder es war relativ kurz, ja, so ein halbes Jahr. Das war, als meine Tochter dann geboren wurde, 2015.
Ich habe nicht wirklich aufgehört zum Spielen, aber ich habe keine Konzerte, keine öffentlichen Auftritte, kein Unterrichten und habe nur geübt. Aber oh ja. wenig. Vielleicht so eine halbe Stunde. Eigentlich wollte ich ein Jahr machen und eigentlich wollte ich tatsächlich einfach sehen, was passiert, wenn ich nichts tue. Wenn ich aus dieser ganzen Maschinerie von Aktivitäten aussteige. Also ich habe da so Fantasien gehabt, dass ich da irgendwie große, absichtslose Reisen unternehme oder 2 Monate lang alle Fußballspiele dieser Welt sehe oder sowas. Aber tatsächlich, was dann tatsächlich passiert ist, ist, dass unsere Tochter gekommen ist. Als ich das Sabbatical geplant habe, war das noch nicht klar. Und natürlich war das dann im Nachhinein umso sinnvoller, dass ich mein halbes Jahr wirklich nur für sie Zeit habe. Aber dieses Aussteigen aus der Routine oder aus dem, was man von sich selbst erwartet, ist, glaube ich, gut. Also würde ich gern nochmal machen. Und war da eine Angst da, dass es irgendwie nicht wieder losgeht, wenn man wieder anfängt? Oder? Nee, eher Neugierde. Also ist das Schreiben ist etwas, was für mich große Freude bedeutet und sehr, dazu muss ich mich überhaupt nicht zwingen. Wenn ich die Gitarre angreife, meistens nach 10, 15 Minuten kommt irgendein kleines Häppchen, was sofort danach schreit, vielleicht weiter zu entwickelt zu werden, kompositorisch. Und das Schreiben, das Finden von Stücken, das ist etwas, was ich sehr gern mache. Auch wenn ich, sag mal, mit dem öffentlichen Musikerleben aufhören würde, würde ich das immer weitermachen, glaube ich. Das ist eine befriedigende Tätigkeit für mich. Ja. Wir haben ja alle diese Konzerte, auf die wir gegangen sind, in ganz bestimmten Zeiten, vielleicht auch jetzt noch, die uns wirklich unwiederbringlich beeinflussen und zu denen man immer wieder zurückkehrt und darüber nachdenkt, wie diese kleine Lektion, die man vielleicht bei dem einen Konzert gelernt hat, wie die einen immer noch weiter trägt. Kannst du darüber ein bisschen erzählen, was für Erfahrungen du da hattest? Wichtige Konzerte? Zunächst fällt mir ein, mein ehemaliger Gitarrenprofessor in Graz, der heißt Harry Peppel, der lebt nicht mehr, aber er war ein ganz, ganz toller Gitarrist und der hat in einem Duo gespielt mit einem Vibraphonisten, der heißt Werner Birchner. Und dieses Duo war sehr speziell und da gab es Konzerte von den beiden, die mich extrem beeinflusst haben, auch meinen Bruder. Und wir haben damals, mein Bruder Christian und ich haben damals schon viel im Duo gespielt. Und da war dieses Duo so für uns so ein Vorbild. Und so dieses Kreieren von dichten Energien, das der Harry Peppel so auf eine ganz bestimmte Art konnte. Der hat so wie Lawinen losgetreten musikalisch. Das war so richtig gefährlich worden, wenn der gespielt hat. Unglaublich. Und ein anderes, das mir ewig in Erinnerung bleiben wird, ist ein Dave Holland Quintett mit dem jungen Steve Coleman und Kenny Wheeler und Julian Priester und Marvin Smitty Smith. Wo war das? Das war auch in Graz. Dann natürlich Pat Metheny Group, auch in Graz. Da war ich sogar vom ersten Soundcheck-Ton dabei, habe ich mich da schon in die Halle geschlichen. Ja. Und Miles Davis in einem Festival in Österreich. Welches? Festival hieß Wiesen. Da habe ich den Bootleg von, 84? Ja? Ja. Wirklich? Ja. Schicke ich dir mal. Ja, bitte. Das wäre interessant, da kann ich das an meiner Erinnerung überprüfen. Was kannst du dich erinnern? Also ich kann mich an vieles erinnern, aber eines der eindrücklichsten Dinge war, dass das war schon ein langer Festivaltag und wir sind da, wie immer früher hat man da gecampt auf diesen Jazzfestivals. So war es, glaube ich, der dritte Tag. Und man hat für Miles aufgebaut und Miles Musiker sind nach der Reihe rausgegangen und haben schon ihre
Instrumente probiert. Miles selbst hat sich noch nicht gezeigt und es gab so eine unglaubliche Spannung schon im Publikum. Jetzt kommt der Miles. Jetzt ja, kommt der König. Mhm. Und der Miles hat dann von hinten sein Funkmikrofon mit einem kleinen ausprobiert, woraufhin die ganze Masse explodiert ist. Wow. Und wir haben gedacht, wow, wie kann man in einen Sound sein Wesen so legen? Ja. Ein kleiner Babyschrei und die ganze Welt weiß, es ist Miles. Mhm. Wow. Ja, es war unglaublich. Also völlig unabhängig von Tonhöhe und wo das im Takt ist, ist völlig egal, es ist nur der Klang. Mhm. Bei so ein paar Stücken von dir habe ich das Gefühl, dass du Olivier Messiaen sehr gerne magst. Richtig. Und dass das ein wichtiger Einfluss auch für dich ist. Ja, jemand, den ich sehr gerne höre und dessen Methoden ich wirklich nicht besonders im Detail studiert habe. Mhm. Aber ich habe mir jetzt dieses Buch gekauft von ihm über seine musikalische Sprache. Ja. Und da steht das eigentlich eh alles ganz klar drinnen. Aber prinzipiell ist das so einer der Komponisten, die ich ja zeitlang sehr viel gehört habe und die mich nach wie vor beeinflussen, weil es eine Art von Umgang mit der Zeit gibt, die er durch seine Kompositionen schafft, die ich sehr interessant finde. Erzähl mal. Ja, es ist einfach eine Art von Dramaturgie, wo es nicht darum geht, einen Spannungsbogen aufzubauen und wieder abzubauen, sondern es ist eher ein musikalischer Zustand, der kann eine halbe Minute oder eine halbe Stunde dauern. Das ist nicht so wichtig. Dieses Aufheben dieses erzählerischen Komponierens, was zum Beispiel auch der Arvo Pärt macht oder... Ja. Morten Feldman vielleicht? Ja, auf jeden Fall Morten Feldman. Mhm. Die Minimalisten auf ihre Art auch, aber die interessieren mich weniger. Und ich finde so, wie der Messiaen das macht, das ist wahnsinnig, da leuchtet immer so ein Himmel über der Musik. Und wenn man seine Biografie kennt, weiß man, dass er sehr religiös ist, aber das hat... er erzeugt wirklich etwas in der Musik, das irgendwie spirituell ist. Mhm. Und das Ganze aber relativ nüchtern und sachlich, wenn man seine Methoden betrachtet. Ja. Das ist ja, alles System, sowohl rhythmisch als auch harmonisch. Mhm. Ja, aber es entsteht so eine Freiheit beim Hören. Absolut. In einem. So, ne? Ja. Trotz Systematik und so. Ne? Ja, das finde ich sehr interessant, diese Kombination aus dieser rigiden Technik und dieser völlig weiten, spirituellen, emotional aufgeladenen Welt. Ja. In der neuen Musik gibt es wenige, die diesen Spagat schaffen. Bei Lichtzelle hatte ich so einen Moment, wo ich an Messiaen denken musste. Das ist eindeutig Messiaen inspiriert, ja, absolut. Und dann gab es auch einen Moment bei Angel Envy, wo ich darüber nachdenken musste. Es gibt so eine Wendung da drin. Oh ja, ich weiß schon. Wenn es von G auf B über F geht. Mhm, genau. Dann musste ich ans Quartett für das Ende der Zeit denken. Ach, du hörst sehr gut, Pablo. Das stimmt genau. Das stimmt genau. Ja, aber das ist doch schön, dass diese Einflüsse, wie die ihren Weg finden, es ist auch für alle auf eine Art auch was Beruhigendes, finde ich, wenn man Einflüsse bei Leuten raushören kann. So. Absolut. Ja, also, dass nichts von irgendwo kommt einfach nur, sondern... Ich finde diesen Beitrag so, ich finde es so einen schönen Gedanken, dass man mit zwei Takten einen Beitrag leisten kann für ganze riesige Hörerschaft und Musikerschaft. Also wenn ich jetzt an diese Takte von Messiaen denke, wo dieses Cello-Solo da ist, bei Quartett für das Ende der Zeit,
Das haben wir alle so inhaliert. Mhm. Wie viel er uns da gibt mit diesen wenigen Takten, mit diesen wenigen Noten, die er da aufgeschrieben hat. Ja? Mhm. Oder gewisse, weiß nicht, bei mir gibt es da so Brahms-Klavierstücke. Mhm. Da gibt es ein paar Takte, die sind so eingebrannt. Eingebrannt. Ja, eingebramst. Und da weiß ich, bei manchen Musikern höre ich dann, ob die das auch kennen. Ja, ja, genau. Ja. Das verbindet. Ja. Diese, ja, das ist die Liebe eigentlich für bestimmte, diese Momente, die einen besonders treffen, tief in der Seele, so. Wenn man, das ist wie, als würde man sehen um die rum, oder wenn man die hört, so. Die, ah, genau. Der liebt das auch so, wie ich. So, und genau. Deshalb fühlt man sich dann auch hingezogen dazu. Ne? Ich finde es auch sehr spannend, dass diese Stellen immer die gleiche komplexe innere Reaktion erzeugen. Mhm. Diese Takte. Mhm. Also vor 25 Jahren habe ich dieses Brahms-Stück schon gehört. Welches ist es denn? Es ist eine Ballade. Mhm. Es ist auf dieser Platte Balladen und Rhapsodien. Von? Interpretiert von Glenn Gould. Das ist eine Lieblingsplatte von mir. Diese Stelle erzeugt was ganz was Besonderes und ganz Unverwechselbares. Ne? Mhm. Kann man mit keiner anderen Stelle, hat man so diese Art von Reaktion. Mhm. Das ist so wie ein totales Wunder für mich. Mhm. Das sind nur Noten, die jemand aufgeschrieben hat. Ja. Und jedes Mal so wie instant. Mhm. Zack, hast du das völlige, diese völlige Welt dann in dir. Ja, und ich glaube, diese Erlebnisse sind für uns Musiker total wichtig, weil man versucht dann eben an diese Intensität der Emotion auch ranzukommen mit dem eigenen Zeug. Ne? Ja. Dass das so leuchtet oder so strahlt oder was auch immer. Was ist was Aktuelles oder was du in der letzten Zeit gehört hast, was dich auf diese Art gepackt hat? Das muss nicht was Neues sein, das ich meine nur in der letzten Zeit, was du so gehört hast, was dich auf diese Art beeinflusst hat. Ja, also ich muss sagen, so leid es mir tut, aber Wagner ist einfach killing. Was hast du gehört? Absolut unsympathischer Komponist, aber so wahnsinnig gut. Gestern habe ich gehört aus Parsifal, Verwandlungsmusik. Mhm. Wir haben gestern so einen Musikabend gemacht, das mache ich manchmal mit Freunden, wo jeder ein paar Sachen bringt zum Vorspielen. Ah, schön. Quer durch die Stile. Und ja, und da waren viele, viele tolle Musiken dabei und dieses Wagner-Stück war besonders beeindruckend. Und komischerweise ein Hammond-Solo vom fünften Beatle, Billy Preston. Wow. In einer Kirche. Mhm. Da redet er tatsächlich mit dem Publikum, mit der Gemeinde, über sein Instrument. Und die reden zurück. Es ist ein Dialog. Wow. Das ist fantastisch. Wo hast du das gesehen oder gehört? Das hat mein Bruder Christian mitgebracht. Und das habe ich gestern zum ersten Mal gehört. Das ist sehr interessant. Mhm. Sprache, also wirklich parlando par excellence. Weil das Publikum redet wirklich zurück. Das ist wirklich ein Dialog. Yeah, oh yeah. Mhm. Eine Welle. Muss ich das schicken? Ja, unbedingt. Wolfgang, danke dir. Sehr gerne. Hat total Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ja. Mir auch.